Und dann schauen wir also mal jetzt in das Match. Nip gegen Kick. Go, go, Admin. Go, go, go. Und haben hier also die Knife, die jetzt in dem gleichen Moment anfängt. Obwohl, das kann man eh vergessen. Autodirector wird wahrscheinlich wieder regulieren. Das ist dann für mich die... ja, das ist dann für mich die ruhige Phase hier. Also jetzt... Die erholt sich Nip mit drei Überlebenden ohne Probleme. Und Nip wird Stain. Sie wollen also direkt mal vorlegen und zeigen, wer Boss ist. Live on 3. Und damit, ja, gibt es jetzt also das Live. Und auf geht's. Und dann mal schauen. Hat doch, glaube ich, gerade in meinem Chat geschrieben. Gestern oder vorgestern wurden ja die Ninjas. Gestern war das. Fleißig mit sinnlosen Abfragen zugemüllt, wodurch sie unfähig waren, ein Spiel zu spielen. Das Spiel hieß CSGO, der Wettbewerb war ihr Misswurm. Und mal schauen, wie sie sich jetzt schlagen werden. Schneller Longo von den Ninjas, wo jetzt nur Coach alleine gleich sein wird. Und er kann sogar einen schönen Headshot hier machen. Gegen Forest, der Healer auch. Aber der war Mitte. Flan legt jetzt die Bombe, zumindest das Wermutstropfen für die Schweden. Aber noch ist es nicht vorbei. Ah, Friberg alleine gegen 3. Das ist auch typisch Friberg, jetzt pusht er vor, aber Fox macht da den Frag. Und defused wird schon. Ups. Und damit ist das Ding entschieden. Kick gewinnt die Pistol. Ninjas werden wahrscheinlich einmal sparen. Davon gehen wir jetzt dieses Mal einfach ganz dreist aus. Hoffen es, dass dann die Nip-Spieler jetzt nichts Exotisches auspacken wollen. Und mal schauen, wie es ausgeht. Vier Richtung A, beziehungsweise Mitte. Get Right macht hier lang safe. Exist stößt dann von Cutters zu. Kurz auch schon ziemlich weit gespeckt und da wird es dann auch gleich wohl lang gehen. Oh, Forest kann die Smoke sehen und bricht den Go rechtzeitig ab, bevor es traurig wird. Oh, und dann fällt Get Right an lang. Und Fox und Mut haben ihren Spaß. Ja, Fox will nicht, der hat nochmal ein Gesicht bekommen. Aber dann kriegt Mut den letzten Frag der Runde. Eine Waffe gezogen. Das ist weder schlecht noch gut für beide Teams. Und jetzt kaufen die Ninjas gegen Mut. Ja, Reste anscheinend bekommen, eine Farmers. So, jetzt gibt es einen Kurzboost, dem Forest gleich begegnen. Kann er den Frag machen? Nein, kann er nicht. Fox macht den Frag. Für Flaren da auch gut von der Nate gehittet worden. Also sieht es wieder hier in der Runde aus, gut für. Jetzt wieder in der Runde gut für Kick aus. Jetzt hier Fox. Kann drei Spieler ansagen. Hat noch ein HP. Oh! Und kann mit einem HP zwei Nip-Spieler holen. Was ist denn hier los? Nette Geschichte, aber. Wow. Bombe ist aber lang. Für Flau muss jetzt gut hier am B ablenken. Fällt aber ziemlich schnell und da müsste eigentlich gleich einer von Kick sich wieder um lang kümmern. Okay, Red kann einen holen. 1-on-4. Fox ist relativ schnell da. Ich dürfte eigentlich Get Right nicht rechnen. Der macht doch den Frag.
4 Frags von ihm und die dritte, ja, die beiden mittleren Frags waren ja wohl absolut der Burner. Eiskalt, glasklar und unglaublich rein, ja genau. Das ist natürlich wieder eine relativ eindeutige Eco. So, wenn ich wieder zu sagen, Kick. Jetzt schon 4 Runden den Polster aufgebaut. Aggressiver gegen B vorzugehen, vor allem auch mal Forest mit AWP. Flachen alle Supporter dabei. Jetzt haben wir hier eine Langposi. Right, hat er gemerkt, dass da Schüsse kamen. Ich wusste wohl doch nicht, auch selber nicht mal ganz gucken, wo die herkommen. Mut jetzt mit dem First Frag, der war gegen wohl. Ah, jetzt mal 2 Frags von den Ninjas. Angela alleine, aber der kann beide holen schon wieder. Was ist denn heute mit Kick los? Erst versagen sie gegen Astana. Jetzt klatschen sie ja gerade richtig fette Gesichter, schon die ganze Zeit auch gegen andere Teams. Und Nip sind jetzt die Neuesten, die davon betroffen sind. Get Right! Keine Chance! 5 zu 0 für Kick. 5 zu 0. Coach hat sich mal die AWP geschnappt. Ich denke mal, die gibt er weiter. Und Fox da. So, genau. Nip kauft jetzt gegen jede Runde anscheinend auch. Und Fox macht den First Break gegen Get Right. Nettes Gesicht von Exist. Ist auch schön. Autodirector ist an und er zeigt mir jetzt noch 10 Sekunden die Leiche. Mhm. Ja, interessant. Das müssen wir unbedingt sehen. Fox mit AWP. Jetzt versuchen sie hier mit rauszukommen. Sie könnten B-splitten. Das wollen sie wohl auch. Da ist nur ein einziger Spieler, das ist Aguila. Und er supportet jetzt hier die Mitte. Keine schlechte Entscheidung hier von ihm. Und da pusht noch jemand nach, das ist RMN und der macht auch 2 Frags. Und jetzt ist für Flachen wieder alleine. Gegen 4. Und die Bombe ist Mitte unten down. Also das kann er eigentlich, das kann er nicht holen. Das bedeutet also, es wird ein 6 zu 0 werden. Frage ist, was die beiden Spieler in der Mitte hier anstellen werden letztendlich. Forest und Fiflaren.
5-gegen-3 Situation und sie wollen wohl. Wow, da war ich jetzt gerade in Arizona wirklich immer falsch gewesen. 5-gegen-1 jetzt. Kann auch für Flaren holen. 32 HP gegen Nip. Da wird auf jeden Fall irgendwas geflogen, habe ich auch schon gedacht. Und dann den letzten Frag, den können wir doch zumindest noch zeigen. Forest macht ihn. Und damit die erste Runde für die Ninjas. Woo, nach 7 Runden. Ich glaube, das ist eine der längsten Durststrecken auch für Nip. So. Wieder an. Diesmal muss man auch sagen, jetzt die Ninjas wahrscheinlich brauchen sie ein bisschen mehr Sicherheit gerade im Spiel. Natürlich die letzten Tage können gut stressig gewesen sein für sie durch die vielen DDoS-Attacken. Aber im Moment wirkt es auch so ein bisschen ja noch nicht ganz so rund wie normalerweise. Da gibt es zwar die ganz normalen Abläufe, die auch reibungslos funktionieren, aber ja, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie die letzten Tage nur gegen Bots trainieren können. Oh, Forest kann aber nochmal Mut holen. Und jetzt sieht das aus, als könnte dann doch Nip endlich mal aufspielen. Vor allem auch, sie knacken, glaube ich, jetzt die Art, wie Kick spielt. Die haben es langsam verstanden. Zum Beispiel dieser B-Split war genau das Anti zu dem B-Split, den sie letztens gespielt haben und der voll in die Hose gegangen ist. Wo sie mit da rausgegangen sind. Mit 3 oder 4 Spielern, dann hatten sie hier einen Spieler als Gegner, dann ist Aguila noch rausgekommen. Dann kam noch ein Spieler von hier, der dann hier runtergelaufen ist. Dann hatten sie eine 3-gegen-3 Situation aus einem wirklich extrem schwierigen Winkel. Jetzt haben sie es andersrum gemacht, jetzt haben sie 3 Leute hier lang geschickt, die hier lang laufen und haben nur einen den B-Split ausführen lassen. Das hat dafür gesorgt, dass der Mitte-Spieler wieder rausgegangen ist und dass auch hier, ne, theoretisch, das war natürlich ein bisschen schwer, normalerweise, dass hier Kontakt wäre. Trotzdem sind sie jetzt einfach viel besser dann on-spot gekommen, weil einfach hier zu wenig los war in dem Bereich. Und das ist natürlich eine der Sachen, die Nip ausmacht, dass sie da sowas ziemlich schnell ja, finden. Und da gibt es ja dann eben die Möglichkeiten, das im Spiel rauszufinden oder das nach dem Spiel rauszufinden. Und Nip ist einer der besten Teams, die das, wahrscheinlich sogar das beste Team, das muss man sagen, die das im Spiel selber herausfindet, haben unglaublich intelligente Spieler, das sofort bemerken und bestrafen. So, jetzt aber mal Mut. Lang. Frakes. 2 an der Zahl. Wir haben ein 3 gegen 3. Get Right aber nur noch 10 HP. Das kann hier den Frake trotzdem gegen Mut machen, obwohl er wohl ziemlich weiß war. 3 gegen 2 Situation. Get Right mal wieder ganz woanders. Und jetzt Coach kann Forest holen. Damit Get Right und Exist. Und Exist ist noch alleine. Brauch auf jeden Fall eigentlich einen Frag von Get Right. Das macht auch Get Right besser wahrscheinlich als viele anderen Spieler. Zieht sich jetzt zurück nach dem Mist Shot. Exist kann noch ein bisschen Damage machen. Get Right hat den B-Spot so einigermaßen zumindest. Safe hat er nicht, aber zumindest hält er ihn. So, und anscheinend ist gerade Pause beim anderen Spiel. Ich jetzt auch nicht genau. Grüße auf jeden Fall an alle, die hier sind. Der Stand ist genauso richtig, keine Sorge. Also, das stimmt schon alles so, aber Kick hat 6 Runden geführt gehabt. Ist sogar zu Ende, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass das die Western Wolves doch noch geholt haben. Tja! Und wir kommen gerade zu dem Moment wieder, an dem Nip da ziemlich ausgerastet ist. 6-0 wie gesagt für Kick, jetzt 3 ja, also genau richtig erkannt. Kick führt noch, sie haben aber 6 Runden führt gehabt und Nip hat jetzt erst auch wirklich ins Spiel gefunden. Also,
Aber vielleicht zu den wichtigen Sachen bisher. Nip mehrere Ghosts probiert, da hat Kick sehr gut gestanden. Kick hat auch vergleichsweise viele Aim-Duelle gewonnen. Aber Nip wäre nicht Nip, wenn sie da nicht ziemlich schnell wieder reinkämen. Und das sind sie wirklich, sie sind sehr gut wieder reingekommen, dieses Spiel. Sie haben wirklich Anti-Taktiken von ihren bisherigen Taktiken benutzt. Haben den B-Split einmal stark in der Mitte gespielt gehabt. Dann haben sie gemerkt, dass die sofort, der B-Spieler ist rausgepusht. Hier ist sofort alles los, der Ghost voll in die Hose gegangen, dann haben sie es andersrum gemacht, dann sind alle hier durchgegangen. Der B-Spieler ist wieder raus, weil er dachte halt, der normale B-Split kommt. Oha, Exist. Was war das denn? Dachten dann, dass der normale B-Split kommt, Spot war frei, Bombe konnte ohne Probleme gelegt werden, der eine Spieler in der Mitte konnte sogar noch einen Frag machen. Und ja, da war also auch ein bisschen Action da. Jetzt schauen wir mal also, wie das weitergeht. Nip hier. Mit jetzt etwas besserer Aufteilung. Aquila fällt eben und jetzt ja, lässt der Nip überhaupt nichts anbrennen. Gehen auf den A-Spot wahrscheinlich gleich. Und wir sehen, dass der frei ist. Nein, wissen sie nicht mal. Get right, macht den Frag. Und damit haben wir 6 zu 5. Jetzt wird es mal richtig knapp langsam. Wie gesagt, Grüße an alle, die hier jetzt noch dieses Match unbedingt anschauen wollen. So, der Mann bekommt einen Hit hier. Aguila auch. Für den B-Go. Und die gehen. Sie gehen nicht durch, das ist interessant. Get Right, aber kann jetzt zumindest einen links ziemlich low schießen. Exist war das sogar. Und auch Aguila, die beiden, ja, angefragten sind down. Und damit ist das wieder. Da wieder die Runde safe machen. Damit haben wir den Ausgleich schon erreicht. Dann gleich. Kochi noch ein bisschen Schadensbegrenzung. Aber da wird er jetzt auch nicht viel ausrichten können. Waffe holen. Überleben. Das Problem also auch gelöst. Nip damit der Ausgleich nach 6 verlorenen Runden. 6 gewonnene. Und damit, tja, haben wir hier wieder ein Spiel. Das haben wir uns auch gedenken können. Und wieder. Und täglich grüßt Nip hier und täglich grüßt das gleiche bei Nip. Da kippen plötzlich alle Kickspieler hintereinander und Friberg rastet auch nochmal richtig aus. Coach jetzt alleine gegen 5, das hatten wir doch eben Déjà-vu. Und da wird wahrscheinlich für Flaren, na, kann tatsächlich noch der Nate entkommen und da macht Friberg den 4. diese Runde. Schön gemacht von ihm. Sehr gut, wie aggressiv er da gespielt hatte. Und da haben wir also die Führung für Nip. 7 Runden in Folge. So, und das ist auch geschickt gemacht hier. Autosniper hält die ganzen CT-Spieler da. Hält die ganzen CT-Spieler so ein bisschen auf. B-Spot wird eingenommen, jetzt packt aber Nip mal richtig hier die Respektkeule aus. Sagt, Moment mal, Brudis. Moment mal, ihr spielt hier nicht gegen irgendjemanden. Ja, und dann haben wir eine Pause drinne. Ja, Nip hat offensichtlich gewartet, bis du mal ein paar mehr Zuschauer bekommst. Gut erkannt, ja, gut erkannt, wirklich gut erkannt. Also, ja, wie gesagt, nochmal Grüße an alle. Die hier dabei sind. Dann warten wir mal. Ah, und direkt geht's weiter. Wunderschön. Da wird gehuntet, da wird gehuntet, da wird gehuntet. Die armen Kickspieler.
die sich hier vor den ständigen Angriffswellen hier von Nip erwehren müssen. Coach hier letztes jetzt auch angesagt. Und Kid Wright mit dem Büffelleger. Beziehungsweise mit dem. Das ist ja, glaube ich, die andere Waffe. Die ja, G3. Aber der geht er jetzt auch mal richtig ab. Ja, und war doch klar, dass er Gate Right wartet. Da wartet Gate Right immer. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht ganz in Portugal angekommen. Gate Right ohne Probleme. Und jetzt geht wieder das Chaos los. Letzte Runde also Nip. Sieht auch hier wirklich gut aus. Hat jetzt die Mitte eingenommen, aber oh, Mut mit meinem richtigen Bossy Move. Und kann er da mehrere holen? Kann er. Das war jetzt wirklich nötig. Aber er am Ende hat nur eine Scout. Und wird damit auch geholt. Agila gegen 3. Das hat er vorhin geholt gehabt. Jetzt hat er zumindest einen schon mal. Aber dann ist Schluss. 9:6, also unser Halbzeitstand hier bei Kick gegen Nip. Und dann sind wir doch pünktlich wieder da. Nip also, na, 0:6. Kommen sie 9:6 in die zweite Halbzeit. Das hat wirklich so den Eindruck, als hätten sie dann erst ihre Monitore angemacht oder so. Denn das war schon, das waren zwei unterschiedliche Phasen in der ersten Halbzeit. Aber man muss sagen, es war wirklich so, Nip hat von den... Oh, die sieht aber schon hart aus, so Jamaika-Style. Nip hat auf die Fehler, die sie in den ersten 6 Runden gemacht haben, beziehungsweise auf die... Ja, in die Fallen, in die sie gelaufen sind, gut reagiert gehabt. Also es war nicht, dass es plötzlich einfach geklickt hat, sondern sie haben wirklich was an ihrem Spiel verändert gehabt, haben ein bisschen mehr den Frick gesucht, auch bei einigen Situationen. Bei anderen Situationen wiederum haben sie mehr darauf sich, ja, versucht, die Chancen da aus, die Chancen da von den Kickspielern zu nehmen, in die Alternativen zu nehmen. Aber so wie es aussieht, Kick kommt jetzt zumindest wieder ran. Pistol müsste eigentlich nur eine Formsache sein. Wieder noch mit einem Get Right jetzt. 12 Schuss hat er noch insgesamt. Und Agila macht auch diesen Frag. Also Agila ist jetzt heute Abend schon wirklich richtig am Ausrasten. Richtig am Ausrasten. Mal weiter. Wie viele Anti-Eco-Waffen sind hier? Ja, er hat sogar auch eine AK. Also die kaufen richtig gegen. Die gehen hier richtig auf Nummer sicher. Oh, Fox macht mit der Nate den First Frag. Jetzt ist aber von Nip hier die, der Cutters gepusht worden. Und für Flan und von Forrest. Mitte ist also frei, B-Spot auch und Kick geht A. Oh, das ist auch wieder. Das haben wir vorhin öfter gesehen, dass das nicht so war. Da haben die gegnerischen Spieler einfach draufgeballert, wenn sie ein bisschen Schaden machen konnten. Was machen die beiden denn da? Die Flaggen geht in die eine und das ist in die andere. Das ist auch nicht so das Sinnvolle. Ja, aber da können sie jetzt nichts mehr machen. Versuch war es wert.
Ziehen sie da noch eine Waffe? Exist? Nee, kann er auch nicht mehr, wohl, oder? Ja, da war seine ganze Munition sogar leer. Also, da war wirklich nichts, gar nichts mehr drin. Forest hat hier mal eine interessante Wahl mit seiner Sniper. Trotzdem jetzt Kick, ja, wenn wir ohne allzu viele Probleme wahrscheinlich da on spot kommen können. Aber ein bisschen Gegenwehr ist dann wohl doch schon da. Aber hat er sich wahrscheinlich eher verkauft. Da frage ich mich jetzt, wie man sich bei einer SSG verkaufen kann. Das kann noch einen Frag machen. Forrest sogar auch. Jetzt Forrest alleine. B90. Will er nicht. Ist ihm zu nubig, die Waffe. Ja, aber könnte er vielleicht noch eine Waffe abstauben? Das ist für ihn schon wahrscheinlich auch eine Frage. Oder ein paar Waffen liegen. Da macht nochmal den Frag am Ende. Also, da wird auch Forrest nichts mitbringen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Nip nicht nochmal spart. Nee, Forrest kauft eine Farmers. Also, alles oder nichts. Mal wieder. Und damit haben wir den Ausgleich und Nip hat ein bisschen weniger gekauft. Wir wissen aus der Geschichte aber, dass das jetzt nicht allzu viel bei ihm bedeutet. Das ist zum Teil eher kontraproduktiv. Das hat die Get-Right ein bisschen Ärger, aber da auch noch weg. Müssen wir mal schauen. So viel Zeit hat Kick nicht. Die Bombe ist noch extrem defensiv. Fox steht da hier noch vor lang. Eigentlich bleibt da nur der klassische A-Split eigentlich übrig. Exist, kann er da einen holen? Ja, kann er. Kann sogar zwei holen. Nicht holen dürfen. Aber 2 gegen 2 Situation, weil Aguila wieder mal einfach richtig austickt heute. Was der Typ heute gegessen hat, das will ich mir ehrlich wissen. Das hole ich mir sofort morgen beim Rewe. Ja, keine Schleichwerbung beim Lebensmittelladen. Ja, genau. Genau das. Genau das. Und Aguila mit 4 Kills. Was macht dieser Typ heute? Was macht der Typ heute? Hat er ja doppelte FPS in seinem Gehirn. Er hat jetzt schon so viele Clutches geholt und so viele Frags gemacht. Oh, Coachy speckt direkt mal raus, kann einen guten Schaden verteilen, wieder am Sparen. Also das macht ich richtig, richtig, richtig gut. Also heute könnte man echt eine Aguila-Cam machen. Ich denke mal, die meisten waren vorhin nicht dabei bei den Matches, die wir vorher gezeigt haben, beziehungsweise ich vorher gezeigt habe. Hat er 1-on-3 equipped geholt, 1-on-2 equipped geholt, bei gelegter Bombe, alles war dabei bei ihm.
Und Aguila macht auch hier den dritten in dieser Runde. Und damit ist er wahrscheinlich sogar Scoreleader. Ja, er ist Scoreleader. 46 Punkte, 20 zu 12 gegen Nip. 20 zu 12. Er war, glaube ich, mal richtig lange auf dem Deathmatch gestern Nacht unterwegs. Mit der Bombe. Mal schauen, was sie jetzt machen heute. Oh, jetzt Freeburg und Aguila tauschen hier die Damage aus, so. Netter ungewollter Boost. Jetzt soll es wieder ein Baseplate geben. Und genau das, was auch gegen was Nip benutzt hatte. Drei Leute. Vier Leute sogar, die über B kommen. Aber diesmal läuft es nicht allzu gut. Sie verlieren ein paar Waffen und schießen sich noch fast selber um die Ohren. Aber ja, 2 gegen 3. Und Exist hat eine Autosniper, die will er wahrscheinlich eher saven. Get Right versucht wahrscheinlich noch mal ein bisschen Damage hier zu geben. Oder wollen sie es wirklich versuchen? Ich kann es nicht so ganz glauben, dass sie das jetzt wirklich noch mal versuchen wollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie da die Waffen drin halten wollen. Das schaffen sie auch nicht. Gehen sie nochmal Cutters rein? Ne, gehen sie nicht. Face nicht. Xist bringt also den Büffeljäger mit in die nächste Runde. Und damit haben wir jetzt wieder ein 6 zu 0. Wir haben genau die gleiche Situation wie davor. 6 Runden für Kick am Stück. Und jetzt ist die Frage, schafft Nip nochmal genau dasselbe wie eben nach 6 verlorenen Runden? Schaffen Sie es nochmal richtig, die Keule rauszupacken und zu sagen, Moment, Brodies, wir sind hier die Chefs im Ring, oder schafft es wirklich Kick heute mit einem absoluten Reserve-Line-Up, ich will nicht sagen Reserve-Line-Up, aber mit Stand-In von Coachy, dieses Match zu holen, nachdem sie heute Mittag mit 16 zu 3, das muss man auch denken, mit 16 zu 3 untergegangen sind. Das muss man natürlich bedenken, sie spielen aus Portugal aus, ich gehe mal davon aus. Und Coach, ich weiß nicht, er ist ja Brasilianer, ich weiß nicht, wo er wohnt. Es kann natürlich sein, dass er heute das erste Spiel nachts gemacht hat, das kann gut sein. Also, vielleicht ist es halt wirklich so, dass Kick erstmal so ein Abendspiel braucht, weil sie da halt einfach am besten in Fahrt kommen. Das kann gut sein, weil sie da am fittesten sind, weil sie eben eine andere Zeitzone haben. So, Fox kann jetzt einen machen. Exist mit einem. Aber wird da gut weggeflasht. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Fox kann aber den Frag machen. Und die Bombe liegt da noch. Die Bombe kann nicht gepickt werden von Kick. Und wenn das... Oh. Wenn das nicht merken soll, dann würden sie das ganz anders spielen. Also sie wissen doch nicht mal, dass da die Bombe eigentlich frei ist. Da hätten sie ganz locker runterspielen können. Aber das sehen sie wohl nicht. Dass da die Bombe vorne noch liegt, dass sie nicht gepickt wurde. Aber es sind nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, sie müssen ihn jetzt hunten. Sie müssen für Flaren hunten. Und das, die merken das auch. Die Ninjas müssen das eigentlich jetzt merken, dass da was nicht stimmen kann. Dass die Bombe nicht gelegt wurde. Und die Bombe wird auch nicht gelegt. Wo liegt denn die Bombe? Genau, die lag hier vorne. Und das ist natürlich extrem bitter. Legt Fox noch die Bombe? Nee, tut er nicht. Hat ihm $300 gebracht. Also mit mehr Glück als Verstand schon fast. Holt sich hier Nip die Runde. Das brauchen wir aber auch mal. Auf den Flan kriegt aber direkt einen Hit. Das gerade eben war natürlich auch keine Runde, auf die man sich wirklich abklatschen konnte. Deswegen, da muss eigentlich für den Ninjas noch eine richtige Unterwehr.
überhaupt geht Riot wahrscheinlich an. Er smoked erstmal weg. Und damit ist eigentlich auch ein Split jetzt ziemlich schwer zu spielen, aber es wird ziemlich viel auch geworfen von Nip. Meister Freeberg ist da. Der holt sogar richtig viel hier noch raus. Der macht die Runde nochmal richtig spannend. Bombe kann aber gelegt werden. Forest. Und beide da so ein bisschen überrascht. So, was machst du denn hier? Fox wieder mit der AWP. Und was geht denn heute? Auch Fox jetzt die AWP richtig souverän. Nochmal. Und Fiflan jetzt alleine gegen zwei. Und er geht wahrscheinlich weg. Da hat er keine Möglichkeiten eigentlich, irgendwas zu machen. Nee, geht nochmal hin. Und wird von Aguila geholt. Also Aguila und Fox, die machen auch heute wirklich das Spiel jetzt gerade fast im Alleingang. Beide haben 56 Punkte. 22 und 21 zu 13 KD gegen NiP nach 23 Runden. Sie machen durchschnittlich fast einen Frag pro Runde alleine gegen das beste Team überhaupt. 13 zu 10. 13 zu 10. Oh, und jetzt hier Mut. Was macht der denn da? Wo nimmt der denn hin? 2 HP noch bei ihm. Es ist eine Eco für Nip. Und das wäre natürlich extrem bitter, wenn jetzt Kick diese Runde abgeben würde. Bombe wird aber gleich gelegt. Und dann ist die Runde eigentlich auch safe. Liegt für lang. Mitte ist jetzt eingenommen von Nip. Hat noch keinen Grund, sich Agila mehr zu zeigen. Kann nur einen Spieler da holen. Mut muss auch weg. Hat nur 2 HP. Das kann er noch einen Frag machen mit 24 HP. Aber jetzt ein bisschen teurer als es sein muss, aber ja, so viel Geld hat Kick auch nicht, das muss man sagen. Die Runde ist zwar safe, aber sie haben jetzt eine Waffe gegeben. Und selber auch zwei oder eine Waffe zumindest unsinnig verloren. Eigentlich sogar zwei. Zumindest kann hier einen noch einen holen. Und warum läuft er denn da mit dem Messer rum? Wahrscheinlich wollte er da sich vor der Explosion in Sicherheit bringen, aber er stand da eigentlich schon safe. Also drei Waffen hier, die Nip erst raus sind und auch selber behält davon zwei. Und wir haben ein 14 zu 10. Kick, also kurz vor der Sensation hier. Get Right macht diesmal aber den Frag gegen Fox. Da war er ein bisschen zu gierig. Mann, was ein Spiel wir jetzt gerade miterleben. Hier, Kopchi macht den Refrag gegen Exist. Wir haben ein 4 gegen 4. Wir haben ein 4 gegen 4 jetzt. So, Gela kommt den Frag gegen Fifla, machen Fallshit einfach richtig dreist in der Smoke und konnte auch damit zwei Spieler holen. Richtig schlau einfach mal wieder, was Nip hier abliefert. Also man kann nicht sagen, dass Nip schlecht spielt. Das macht Kick auch einfach richtig gut. Coachy kann einen holen, jetzt aber alleine eben zwei und dafür schießt Coachy und das ist eigentlich die Runde dann schon gelaufen. 18 HP bei ihm. Wenn er dann noch einen Frag macht, vielleicht, na, obwohl, zwei Frags hat er jetzt schon. Noch 27 Sekunden. Weit macht den Frank. Also. Nip. Wieder eine Chance, jetzt hier mal ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Denn Kick kauft. Müsste eigentlich kaufen. Ja, Kick kauft auch. Kauft, was geht. Also diese Runde jetzt extrem, extrem wichtig. Und Fox hat keine AWP. Forrest hat eine AWP und der wird auch den Frank machen gegen Fox. Ich weiß ja nicht, warum er da so lange dann steht ohne AWP. Coach fällt auch und damit ist eigentlich die Runde auch wieder vor allem gegen Nip fast erledigt. Aber Aguila. Aguila lebt noch und da ist dann doch noch alles möglich. Jetzt holt ihn aber Freeberg. Flan jetzt auch und er fällt auch. 14 zu 12 und jetzt wird einmal gespart werden. Es wird einmal gespart werden. Hundertprozentig wird jetzt einmal gespart werden.
Und wieder erst nach einiger Zeit schafft es Nip hier ins Spiel zu kommen. Was ist denn da los? Was ist denn da los bei Nip? Jetzt erstmal wieder vielleicht von USB 2.0 auf USB 3.0 umgestellt, wer weiß. Vielleicht mal die Leitung mal ein bisschen geändert. Boah, Forrest jetzt wird aber sauer. Jetzt wird Forrest sauer. Zwei Frags sofort jetzt. Natürlich, es ist eine Anti-Eco, aber Forrest fällt da überhaupt nicht. Kann vier Frags machen, ohne Probleme. Auf Freeberg nimmt ihm da einen weg zum Ace. Ich glaube, da wird er jetzt noch gerade so drüber hinwegsehen, denn jetzt geht's um richtig, richtig viel gerade. Nip, 13 Runden, Kick 14 Runden und Kick kann eine Runde kaufen. Nip wird auf jeden Fall durchkaufen können. Und die Frage ist, kann Kick durchkaufen? Ja, müssten sie mich eine sparen, also eine mal jetzt kaufen, einmal sparen und dann dürften sie wieder kaufen können. Oh, und Forrest fällt nicht! Forrest fällt nicht! Wie fällt denn da Forrest nicht? Aber da hat der Kick eine wirklich gute Chance, wirklich liegen lassen, das Ding hier extrem offen zu gestalten. Für Flan pusht jetzt mal vor. Und wird geholt. Forrest mit 4 HP jetzt hier Mitte. Und da stehen 4 Kickspieler. Da muss er dringend weg. Und da geht er auch weg. Baseball ist frei. Da schiebt jetzt erst Freeberg hin. Und werden sie den Baseball spielen? Fragezeichen. Werden sie den Baseball spielen? Sie werden ihn spielen. Da muss jetzt aber am Ende schnell nachschieben. Das macht er auch gerade noch rechtzeitig. 2 Spieler und 3 Spieler. Und die Frage ist, da hinten sind noch 2 Nip-Spieler. Wie viel kann hier Exist holen? Wie viel kann hier Get Right holen? Und ein einziger ist die Antwort. Freeberg aber mit 2. 2 gegen 3 Situation jetzt. Bombe ist... Ah Mann, aber gegen 3. Mut gegen 3. Bombe liegt. Hat eigentlich gar keine wirkliche Wahl. Jetzt ist er auch angesagt worden und wird geholt von Get Right. Und damit ist wieder Draw-Zeit. Damit ist wieder Draw. Und Kick hat gekauft. Das heißt, die könnten jetzt kaufen. Sie könnten jetzt eigentlich ein bisschen was kaufen. Wollen sie kaufen? Ich denke mal, ja. Es ist bitter jetzt, dass Fox kein AWP hat, denn mit der AWP war er wirklich sehr, sehr gut. Und die, glaube ich, vermissen sie jetzt schon ein bisschen. Also, das ist ein bisschen bitter, dass der Fox jetzt bei der einen Runde, die sie da gekauft haben, hätten sie da gespart, hätte Fox wieder eine AWP gehabt. Natürlich, ob es geholfen hätte oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn man da schon so ein Tier hat, was gerade damit jeder AWP-Shot fast sitzt, dann ist das natürlich bitter, dass man die da nicht mehr holen kann. Jetzt haben wir nämlich eine extrem knappe Situation, wie ihr sehen könnt. 14 zu 14, vorletzte Runde. Und Forrest wieder mal AWP. Oh! Oh, und er am Ende, ja, der kann ich mir vorstellen. Der denkt sich auch, what the hell, wo kommt das denn her? Also ich sehe gerade hier, wir haben ein Hammerspiel und ihr diskutiert alle im Chat über irgendwelche Stream-Seiten. Genießt mal dieses geile Match hier, was ist denn da los? Get Right fällt jetzt gegen Mut. Aguila kann auch noch einen machen. Und der Baseball ist wieder allein. Und der Baseball ist jetzt eigentlich frei. Wird Fox rechtzeitig schieben können? Ja, das kann er eigentlich auf jeden Fall. Geht auch sicher. Ja, geht den sicheren Weg über die Cutters. Und da kommt die Bombe schon an. Ich glaube übrigens, bei der SLTV gibt es keine Overtime. Jetzt Exist und Forrest. Exist und Forrest. Das dauert aber schon ein bisschen Zeit jetzt hier, bis sie überhaupt einigermaßen gut draufkommen. Aber wieso zeigt sich denn der Fox einfach? Jetzt aber Forrest alleine und er hat nur in Anführungsstrichen einen AWP. Aber er verschießt einen ganz wichtigen Shot gegen Coachy in dem Moment. Und das war wirklich eine Rettung, denn sonst hätte es nochmal knapp werden können. Kick, also Draw, Safe. Kick hat Draw, Safe. Ganz wichtig. Einen Punkt holen sie mit. Ich habe vorhin gesagt, es wird ein Ding der Unmöglichkeit sein, einen Punkt mitzunehmen. Normalerweise sage ich sowas nie. Und ich sage es und genau in diesem Spiel packt einfach mal Kick die richtig die Keule raus. Wenn jetzt einige aufgepasst hätten,
hätten sie auf jeden Fall darauf wetten können, dass Kick nicht verliert. Wenn einige aufpassen. Fox macht den First Track jetzt. 5 gegen 4. 5 gegen 4. Gegen Nip. Und Forrest hat eine Autosniper diesmal. Die steht aber nicht allzu effektiv, weil da kein T steht. Jetzt hat er da wohl noch eine andere Waffe. Eine M4 hat er da noch. Wahrscheinlich von Exist. Zwei Spieler richtig low in HP. Aber Nip hat keine Granaten mehr. Sie können die Spieler also nicht einfach sprengen. Sie werden auf jeden Fall Kontakt haben. Und das ist natürlich das Risiko gerade immer groß gegen Kick. Numerische Überzahl für Kick, HP-Vorteil bei Nip. Wer holt die Punkte? Wollen sie beide? Oder schnappt sich Nip Kick alle? Was wollen sie? Wollen sie splitten? Oh, Mut! Mit 14 HP holt er sich Get Right! Und Fifflaren kann nur einen holen. Forrest ist ganz woanders. Freeberg ist ganz woanders. Der kommt da nicht mal ansatzweise hier Forrest hin. Letzte Runde. Und das ist eigentlich, und jetzt natürlich ist das immer bitter, wenn ich das sage, das ist eigentlich nicht mehr zu holen. Nicht mal für Nip. Nicht mal für Nip ist das Ding zu holen. Jetzt Freeberg, jetzt ganzes Equipment nochmal schnell rausgeschmissen hier von Kick. Ja, die Zeit einfach, die Zeit arbeitet für sie natürlich. Forrest alleine gegen 3. Und die werden jetzt alle ihr Magazin leerballern, um diesen Scheiß-Sieg zu holen. Mann!